Hallo, grüß dich. Ich habe gestern einen Blogbeitrag von einem Wissenschaftler gelesen, einem ungarischen Virologen. Und das möchte ich mit dir heute teilen, weil die meisten von dem Zuschauer von diesem Video können nicht Ungarisch. Er hat geschrieben, dass die 80% der Bevölkerung von der Welt wird Coronavirus erwischen. Früher oder später. Was wir jetzt tun, dass wir behindern eigentlich, dass die ganze Bevölkerung auf einmal angesteckt wird, weil das würde kein Gesundheitssystem der Welt aushalten. Und wegen der Impfung, er hat geschrieben, eine Impfung zusammenstellen ist eigentlich nicht so kompliziert. Aber dann kommt eine Testphase und diese Testphase kann man nicht weglassen und kann man nicht beschleunigen. Und es kann leicht sein, wann die Impfung fertig wird, wird nicht mehr hundertprozentig wirksam. Weil auch Bakterien können mutieren, aber die Mutation gehört zu natürlichsten Eigenschaften der Viren. Und das Virus, was heute zum Beispiel in Europa ansteckt, ist nicht mehr hundertprozentig identisch mit dem Virus, was damals in Wuhan die ganze Epidemie verursacht hat. Und darum ist, ich glaube, sehr, sehr wichtig, unser Immunsystem im Top-Zustand zu halten. Weil er hat geschrieben, wenn diese Epidemie vorbei ist, können weitere Viren kommen und die werden auch kommen und diese Viren werden vielleicht noch schlimmer als Covid-19. Das heißt, Immunsystem im Top-Zustand zu halten, ist, ich glaube, das ist einfach, das kann man einfach nicht weglassen. Das muss man tun. Und für diejenigen, die die Lösung in der Apotheke suchen, kann ich eigentlich nicht viel helfen. Aber für diejenigen, die offen sind, ich kann empfehlen, man sollte ein bisschen nachblättern nach verschiedenen Pflanzen, die für die Immunsystem eine Unterstützung bieten können. Zeit haben wir eh drauf jetzt zum Nachblättern. Und du sollst noch blättern und auch danach suchen, wo kannst du diese Pflanze oder die Präparate von dieser Pflanze bekommen. Ich habe eine Methode, die ich seit 2011 benutze und tausendmal bestätigt hat, dass das gut ist, wenn du dafür offen bist. Ich kann dir helfen, aber natürlich, ich würde dich nicht überreden. Jedenfalls, wie der Wissenschaftler sagte, wir werden zu 80% angesteckt. Wir können uns darauf vorbereiten. Dann sollten wir das tun. Alles Gute, bleib daheim und bleib gesund. Tschüss.